Ja, hallo Alexander Schumann hier. Morgen ist ja schon wieder Freitag, deshalb gibt es heute ein neues Video. Und zwar ist es jetzt genau 3 Monate und einen Tag her, dass ich mein erstes Spritze ins Auge Video gemacht habe. Heute war es wieder soweit, deswegen setze ich meine Sonnenbrille auf, weil das Auge ein bisschen gereizt ist noch. Und die Lampen, ja, das ist nicht so toll. Ja, in den vergangenen 3 Monaten und einem Tag ist viel passiert. Ich bin mehrmals operiert worden. Ich habe Spritzen bekommen, insgesamt 4 Stück. Heute war es die 4. Und ich möchte in diesem Video ein bisschen zeigen, was da alles mit mir los war und wie sich das im Endeffekt ausgewirkt hat bei mir. Es ist losgegangen, dass ich immer schlechter gesehen habe beim Modellflug. Das war teilweise, die Flieger waren nicht mehr, also sichtbar schon, aber nicht mehr, man hat nicht gesehen, steht jetzt der so, steht er so, oder, also das war schwierig für mich. Dann bin ich zum Augenarzt gegangen, zum Augenoptiker. Dieser hat mich dann zum Augendoktor geschickt, weil er gesagt hat, da kann er nichts machen. Das liegt nicht an der Brille, das liegt am Auge, weil erst bin ich davon ausgegangen, dass die Sehstärke sich geändert hat. Also dass ich eine neue Brille brauche oder so, aber das war nicht der Fall. Beim Augendoktor habe ich dann ziemlich schlimme Sachen erfahren. Trübungen im Auge, dann Blutungen, Schwellungen, und das hat sich wie folgt dann geäußert. Also das Gravierendste, das war die Schwellung im Auge. Das bedeutet, wenn ich irgendwas angeschaut habe, dann war das verzerrt. Also man kann sich das so vorstellen, so schaut es normal aus. Und mit der Schwellung schaut dann alles so aus. Das ist sehr irritierend beim Lesen. Also das, was kleineres Lesen, das ging gar nicht mehr. Und das war ansonsten auch nicht so, ja, so schön, sage ich jetzt einmal. Weil es ist, wenn man jetzt irgendjemanden anschaut, der hat so einen kleinen Kopf und einen normalen Körper, das ist sehr frustrierend. Als nächstes, diese Schwellung entsteht, weil sich Flüssigkeit im Auge ansammelt und dann das sich aufbläht und so. Die Flüssigkeit an sich, das ist auch interessant, die macht Trübungen, also die macht das. Wenn man jetzt irgendwas anschaut, zum Beispiel man schaut jetzt auf das Schild, dann sieht es nicht nur so aus, sondern plötzlich so. Also das, wo man genau hinschaut, das ist unscharf. Natürlich auch sehr lästig beim Lesen zum Beispiel, wenn man irgendwas Kleineres lesen muss, das geht überhaupt nicht. Ja, was auch ehrlich gesagt schlimm war, das war die Trübung im Auge. Also die Linsentrübung, und das ist, ja, man sieht insgesamt immer schlechter, das wird immer ja, alles undeutlicher. Ich habe mal in diesem Bild, sieht man den Vergleich, links quasi mit der Trübung, rechts normal, und da sieht man den Unterschied. Ist zwar ein bisschen, ja, heftiger, wie es bei mir war, aber dass man mal den Unterschied sieht, normal und mit Trübung. Ja, die Trübung, das war ein sehr, ja, ich habe neue Linsen bekommen, damit die Trübung weggeht, also Kunststofflinsen oder keine Ahnung, was die sind, haben den Vorteil, ich sehe wieder einigermaßen gut. Weiterer Vorteil ist, ich brauche keine Brille mehr zum Autofahren, zum Fliegen. Nachteil ist, der Autofokus ist weg, also ich kann die Linsen nicht mehr scharf stellen. Alles, was, sag mal, näher wie 2 Meter von mir entfernt ist, da brauche ich eine Lesebrille, und da habe ich mir ein bisschen Vorrat gekauft, also weil ich so eine für normalen, dass ich am Bildschirm schauen kann. Und dann noch ein paar mehr, weil ich, ja, wenn man irgendein Buch oder so liest, dann brauche ich eine stärkere, die dann, wenn ich dann direkt quasi etwas vor mir habe. Problem ist, dann sehe ich in der Weite nichts mehr, also das ist alles nicht so optimal, aber es ist wesentlich besser beim Autofahren und so, dass man keine Brille braucht, höchstens eine Sonnenbrille. Hier noch ein kleiner Vergleich, wie es das Modellfliegen vor dem Eingriff und nach dem Eingriff ausgeschaut hat. Also hier eine Landung vor dem Eingriff. Und mit der neuen Linse. Und hier nochmal ohne Linse und mit neuer Linse. Ja, das als kurze Zwischeninfo, Zwischenupdate, Vlog, wie man es nennen will, damit ihr Bescheid wisst, warum ich jetzt
längere Zeit keine Videos mehr gemacht habe. Es kommen jetzt wieder Videos. Ich bin jetzt wieder, ja, die größeren Eingriffe sind vorbei. Es wird jetzt noch gelasert. Das ist auch sehr spannend. Und die Spritzen bekomme ich weiterhin. Aber jetzt ist jetzt einmal die größeren Operationen und die damit verbundenen Einschränkungen, die sind jetzt einmal vorbei. Ich werde mir in den nächsten Tagen, obwohl es zu früh ist, eine Brille anfertigen lassen, eine Gleitsichtbrille. Das heißt, dass ich auch ja, nicht ständig eine Brille aufsetzen, die andere aufsetzen und so weiter muss und das alles ein bisschen geschmeidiger abläuft. So, das war's schon wieder für dieses Video. Danke fürs Zuschauen und wenn ihr Wünsche, Kritik und Anregungen habt, gerne in die Kommentarbox. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann.